Feld und ich bitte euch direkt um eure Fragen. Wir starten in der ersten Reihe mit Thomas Hiete vom Kicker. Ja, Kofeld, gestern haben Sie von der großen Vorfreude erzählt. Wie ist die Gefühlslage, diese Nachfreude dann nach dem ersten Sieg in der Champions League? Nachfreude habe ich bislang noch nicht gehört, aber ja, bleiben wir bei Freude. Ja, die ist natürlich da. Ich glaube, in einem sehr, sehr intensiven Spiel von beiden Seiten, auch ein ausgeglichenes Spiel für mich. Das Spiel dann hier heute zu ziehen am Ende, glaube ich, war für die Gruppenkonstellation sehr wichtig, war aber auch für diese grundsätzliche Überzeugung für uns extrem wichtig. Und deshalb freue ich mich sehr. Darf allerdings auch nicht weglügen, dass wir nach dem 1-0, was eigentlich extrem gut war aus meiner Sicht, auch gut rausgespielt, weil wir Räume gefunden hatten, die ja, die sie auch ein bisschen anbieten aus meiner Sicht, gerade zweiter Pfosten, dann mit Riedle. Aber danach waren wir einfach nicht gut. Also bis zum 1-1 fahren wir aus meiner Sicht dann gerade im Defensivverhalten einen Tick zu zögerlich. Dass wir ein bisschen tiefer waren, war überhaupt nicht das Problem. Das hatten wir auch vorher besprochen. Gerne mal einen hohen Auslöser, aber ihnen auch die Tiefe wegzunehmen mit ihren vielen Laufbewegungen. Die Tiefe war aus unserer Sicht nicht die dümmste Idee. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, aber haben dann zwei Umschaltaktionen im gesamten Spiel gegen uns. Zweimal Adeyemi, der alleine auf Kuhn geht. Da haben wir ein bisschen Glück, aber nach dem 1-1, Traumfreistoß, sind wir dann auf einmal wieder besser im Spiel. Erste Halbzeit fand ich zumindest, auch die Chance von Wout noch, ein, zwei andere Situationen. Und trotzdem bleibt es dabei, dass wir über das Spiel aus meiner Sicht ordentlich bis sehr gut verteidigt haben. Zwei Konteraktionen, blöd, aber zweimal aus dem Ballverlust, der einfach, wenn wir mutig spielen wollen, der dann auch mal passiert. Aber die grundsätzliche Art und Weise, wie wir mit dem Ball gespielt haben, war trotz des guten Gegners durchaus noch ausbaufähig aus meiner Sicht. Aber Intensität, Leidenschaft, Verteidigen sehr gut und darauf lässt sich aufbauen. Gegen einen Gegner, der, glaube ich, heute das erste Mal seit 28 Spielen verloren hat. Das sollte man nicht vergessen. Thomas Hürner von der Süddeutschen Zeitung. Hallo Herr Kofeld, herzlichen Glückwunsch. In Bremen habe ich Sie tatsächlich nicht so adrett gesehen im vergangenen Jahr. Ja, waren Sie auf den falschen Veranstaltungen. Wie gefällt Ihnen Ihre neue Dienstkleidung und hat sie vielleicht auch ein bisschen in Ihrem Bewegungsradius eingeschränkt? Nein, so. Sehr entspannt, saß gut und habe mich wohlgefühlt. Aber ich habe es ja am Samstag schon gesagt. Ich glaube, die Emotionalität ist komplett da und ich fühle wirklich schon sehr, sehr viel wir. Und ich habe es auch gerade der Mannschaft nochmal gesagt. Aber auch vor dem Spiel habe ich der Mannschaft gesagt, das hier ist so ein Abend, den hat die Mannschaft sich im letzten Jahr erarbeitet. Und egal, wie man es dreht und wendet, damit habe ich nun mal gar nichts zu tun. Und deshalb ist es mir, ich sitze jetzt hier oben, aber eigentlich ist das definitiv ein Sieg der Mannschaft und ich möchte mich da nicht so in den Vordergrund stellen. Und dazu gehört auch das Verhalten am Spielfeldrand und dass sie aus Bremen vielleicht etwas emotionaler noch gewohnt sind. Aber ja, ich glaube, das gebührt sich so momentan. Aber die innere Emotionalität ist sehr hoch, glauben Sie mir. Leo Hartmann von den Wolfsburger Nachrichten und Marcel Westermann von der Wolfsburger Allgemeinen. Da schloss ich eigentlich genau meine Frage an den Punkt. Sie sind nach dem Spiel zwar alle Spiele abklatschen gegangen, aber dann direkt schnell in den Innenraum. War das auch beabsichtigt, um eben den Spielern auf dem Platz diesen Raum zum Feiern auch zu geben? Aber das ist eine Grundsatzfrage. Siege gehören immer der Mannschaft. Und wenn wir verlieren, dann bin ich der Erste, der redet. Aber das ist meine persönliche Meinung, dass die Mannschaft das genießen soll. Das hat jetzt nichts mit dem zweiten Spiel zu tun oder sonstigem, sondern das ist immer so. Und das haben sie sich erarbeitet. Und ich glaube, es war eine wirklich sehr, sehr tolle und auch spezielle Stimmung heute. Gerade die letzten Minuten, der Moment, als Josh dann die Fans nochmal animiert und was dann im Stadion passiert. Also das haben sie sich verdient, das sollten sie genießen. Herr Kofeld, erstmal Glückwunsch zum Sieg auch von mir. Ja, es hat jetzt 5,5 Jahre lang gedauert, dass der VfL und die Fans mal wieder einen Champions-League-Sieg feiern durften. Können Sie für sich schon realisieren, was Sie und die Mannschaft heute Abend geleistet hat? Und was war letzten Endes ausschlaggebend für den Sieg? Ja, dass es jetzt 5,5 Jahre waren, hatte ich ehrlicherweise nicht auf dem Zettel. Aber
Ich glaube, dass wir durchaus auch in unser Selbstverständnis integrieren sollten, dass das ein extrem herausforderndes Spiel ist heute, dass es ein Spiel ist auf Augenhöhe gegen einen nochmal sehr guten Gegner heute. Und wir müssen auch ehrlicherweise sagen, es gibt Momente in dem Spiel, wo es in die andere Richtung kippen kann. Da sollten wir uns nicht in die Tasche lügen. Aber unser Selbstverständnis sollte schon sein, wenn wir die Intensität, wenn wir die Leidenschaft, die wir heute gebracht haben, auf den Platz bringen, dann darf es auch nicht aus der Welt sein, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und dementsprechend würde ich jetzt nicht von einer außergewöhnlichen Leistung sprechen, sondern ich würde davon sprechen, dass wir heute ein extrem ausgeglichenes Spiel mit sehr, sehr viel Leidenschaft gewonnen haben. Und das ist dann eigentlich auch schon der Punkt, den ich nennen möchte. Wir haben es geschafft, eine sehr intensiv spielende Mannschaft pari zu stellen, was die Intensität angeht, was die Kampfbereitschaft angeht, was die auch den Mut zum Risiko angeht nach Ballgewinn. Hätte ich mir das eine oder andere ein bisschen anders noch gewünscht, aber der Grundgedanke war da. Und der zweite Punkt ist die Effizienz. Weil ich finde, das Chancenverhältnis war nahezu ausgeglichen und wir haben den einen mehr gemacht. Die Süddeutsche Zeitung nochmal und danach der Kicker. Ich habe gehört, dass der Bundestrainer heute da war und man hört auch, dass der Bundestrainer viel den Kontakt sucht mit den Bundesliga-Trainern. Hatten Sie dann tatsächlich schon Kontakt mit Herrn Flick? Und wie würden Sie vielleicht Werbung machen für Riedle Barco und Lukas Metscher, wenn Sie mit ihm sprechen? Also ich hatte in der Tat schon Kontakt mit dem Bundestrainer, auch, und das weiß ich sehr zu schätzen und das muss man, glaube ich, auch an so einer Stelle mal erwähnen, auch und insbesondere in der Zeit, als ich nicht im Job war, hat er sich mehrfach gemeldet und erkundigt, wie es mir geht, hat mir dann noch Anfang Oktober zum Geburtstag gratuliert. Das zeigt auch seine menschliche Größe, finde ich. Und jetzt hat er mir gesagt, dass er heute hier ist. Ich weiß nicht, ob ich ihn gleich noch sehe oder ob wir die Tage mal telefonieren, aber Werbung muss ich, glaube ich, für die beiden insofern nicht machen. Wenn er das heute gesehen hat, hat er sein eigenes Bild und ich finde, dass Hansi da ein sehr gutes Auge hat und die Entscheidung obliegt ihm und die Jungs werden es ihm so schwer machen wie möglich, sie nicht zu nominieren. Aber wenn er was wissen will, kann er mich sehr gerne anrufen und freue mich immer über den Austausch, aber das Entscheidende ist, was die Jungs auf dem Platz machen. Jetzt haben wir in den vergangenen Monaten sehr, sehr viel über Ballbesitz geredet. Jetzt ist im zweiten Spiel unter Ihnen zum zweiten Mal weniger Ballbesitz beim VfL als beim Gegner. Ist das Teil des Plans, der Idee, oder hat sich das einfach aus den Spielen heraus ergeben? Ein bisschen von beiden. Ich glaube, dass wir jetzt zwei Spiele hatten, natürlich auch gegen sehr, sehr starke, individuell starke Mannschaften, die von ihrem Grundkonzept her auch eher gerne den Ball haben wollen. Dass wir momentan in unseren Staffelungen, wie wir uns mit Ball bewegen, noch nicht diese letzte Sicherheit haben, uns auch dann mit hoher Wahrscheinlichkeit mal aus einer Pressing-Situation rauszuspielen, sondern dann ab und zu nochmal den Chip suchen. Nicht den langen Ball hinter die Kette, nicht, sondern als Chip in den Zehnerraum, haben wir heute ein paar Mal gesehen, wo Lukas dann da auch aufdrehen kann. Aber wenn wir da stabiler werden, wird sich der Ballbesitzanteil auch erhöhen. Nur das ist kein Dogma, dass wir mehr Ballbesitz haben müssen, sondern ich glaube, dass wir auf Dauer beides bedienen können sollten, je nachdem, was auch der Gegner erfordert. Leo Hartmann und dann. Aber alles, was wir tun, sollten wir mit Tempo tun. Auch wenn wir Ballbesitz haben, sollten wir immer auf der Suche sein nach Tempoaktionen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Sind Sie ein Stück weit überrascht, wie erwachsen Asta Franks schon spielt in dieser intensiven Phase? Ja, wenn man auf sein Alter guckt, ja. Wenn man ihn jetzt, so wie ich ihn die Tage erlebt habe, ist er unaufgeregt, ist mutig, lässt sich in Drucksituationen anspielen und ist gegen den Ball einfach auch von seiner Dynamik her extrem wichtig momentan für uns. Deshalb, nein, wenn ich ihn im Alltag erlebe, nicht überrascht, aber wenn ich die Gesamtkonstellation mir angucke, was Alter und wie lange er in der Bundesliga ist oder Champions League, ist es schon beeindruckend, wie er das momentan macht. Nur auch da, wir werden ihn begleiten, er hatte heute dann ein bisschen Adduktorenprobleme, da müssen wir sehen, was rauskommt und wichtig, dass wir jetzt auch alle nicht den Blick verlieren, dass er trotzdem noch in dem Alter ist und nicht schon ein 25-Jähriger ist, auch wenn er so spielt. Thomas Hörner nochmal. Vielleicht nochmal konkret zu Lukas Metscher. Der hat ja nicht nur ein sehr schönes Tor gemacht, sondern zum Beispiel auch immer ganz, ganz brav abgesichert, wenn Kevin Babu nach vorne gerückt ist. Ist diese Kombination etwas, was ihn auch für Sie so wertvoll macht momentan?
Ja, Lukas kann verschiedene Positionen spielen. Wir haben es heute gesehen. Er hat gegen den Ball mit Wout vorne gespielt, hat dann mit Ball sich eher in die Zehnerrolle fallen lassen, kann dann von da sehr viel Tiefe bedrohen, weil er auch ein sehr schneller Spieler ist. Die Bewegung vor dem 2-1 war top, weg vom Innenverteidiger, aber auch ich glaube, in der Champions League darf man das sagen, Weltklasseball von Max Arnold. Und es ist aber auch das, was ich erwarte von den Spielern. Also, dass sie sich eingliedern in die Mannschaft und in beide Richtungen des Spiels ihre Rolle erfüllen. Und dann hat Lukas immer die Fähigkeit, was Außergewöhnliches zu machen. Und wenn er das weiter verstetigt, dass er für die Mannschaft arbeitet und trotzdem dann seine Momente werden kommen, automatisch, dann ist er aus meiner Sicht auf einem guten Weg. Aber ich begleite ihn jetzt 2 Spiele. Ja, langsam. Marcel hier vorne und Thomas. Sevilla und Lille spielen jetzt gerade noch, aber wie bewerten Sie nichtsdestotrotz gerade die Tabellenkonstellation? Ja, natürlich hängt schon einiges von dem Ergebnis ab. Dann könnte ich sie abschließend bewerten, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir uns mit dem Sieg wieder eine realistischere Möglichkeit verschafft haben, auch in der Champions League zu überwintern. Und das war schon mal sehr wichtig, aber nach wie vor ist die Gruppenkonstellation nicht so, dass wir in einem Vorteil sind, sondern wir müssen weiter liefern und haben jetzt noch 2 Spiele Zeit dafür, ein sehr schweres Auswärtsspiel in Sevilla, aber dann auch noch das Heimspiel gegen Lille in der Hinterhand, was auch ein schweres Spiel ist, aber ich freue mich, dass unser letztes Spiel ein Heimspiel ist und ich hoffe, dass wir da noch die Möglichkeit haben, weiterzukommen, dann wäre ich da optimistisch, aber die Gruppenlage ist weiterhin kompliziert. Nun wird es mit Wout wahrscheinlich abgesprochen sein, dass er dann runtergeht. Trotzdem ist einerseits keine Tore zu schießen, andererseits ausgewechselt zu werden. Man hatte fast den Eindruck, er hätte gerne noch weitergemacht. Wie haben Sie ihn gesehen jetzt nach seiner Pause? Und war er denn eher unglücklich, als er runter musste? Oder war das alles okay für ihn? Nein, das war alles okay für ihn. Auch er hat dieses Gefühl die ganzen Tage vermittelt, seit er wieder da ist, dass wir das als Gemeinschaft schaffen. Und nach seiner 2-wöchigen Pause und weil ich ihn unbedingt auch als Option fürs Wochenende haben will, war klar, dass da nicht viel mehr geht. Er hat von der Zeit her. Und trotzdem verstehe ich ihn, also in jeglicher Hinsicht, jetzt nicht auf heute bezogen, das war alles gut, aber es ist doch super, dass wir einen Spieler haben, der nicht runter will, der Tore machen will. Das ist ein Mittelstürmer. Das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Und von daher ist das problemlos. Er hat das heute gut weggesteckt und wird damit auch für Samstag, also nach dem Spiel jetzt, ich hoffe, morgen sieht das auch so aus, und dann wird er wieder für Samstag eine Option sein und dann hat er schon wieder mehr im Tank vielleicht. Also freue mich sehr, sehr, dass er wieder zurück ist. Dann gibt es keine weiteren Fragen. Vielen Dank an euch und kommt alle gut nach Hause. Danke. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss.